herzlich willkommen zu einer weiteren Runde ETS 2 im Multiplayer. Wie ihr seht, das glorreiche Team ist immer noch zusammen, denn wir fahren alle gar nach Amsterdam. Genau. Ich dachte schon, keiner reagiert. Das wäre wohl der Schande schlechthin gewesen. Willkommen, Juri. Hi. Willkommen, Tommy. Grüß euch. Willkommen, Trucker. Grüß Gott. Und im Büro unser lieben Gorol. Hi. Gut, dann können wir jetzt weitermachen, oder wie? Wie sieht's aus? Ja. Von mir aus. Also Gorol, der immer noch fleißig Papierkram macht. Pascal, wie war das? Grüß Gott, halten fest, wenn du siehst. Ja, nicht ungefähr. Hört. Wie viel Schaden hast du von deinem LKW gespannt? Ui, ich glaube 520 hat die Kiste hier. 520 Schaden. Ja. Na komm, Juri, gib Gas. Ja. Ach, Mann. Ich will ja nur stehen geblieben wegen den Herrn Starwin. Ach so. Ja, schön die Ecke mitgenommen. Ja, aber ganz schön. Ach, jedes Mal dasselbe. Und diesen diese Ecken mitnehmen. Jetzt krieg ich die nicht mehr raus, oder was? Oha! Soll ich mal ein kleines Stückchen schieben? Nein. Ah, das gibt's doch nicht, Freunde. An- und abkoppeln! Oder so. Quatsch. An- und abkoppeln. Das machen wohl die Noobs. Wir sind doch keine Noobs mehr. Er hilft trotzdem. Aber ja. Tommy, wie die hab ich jetzt einen anderen Ohrwurm, du bist blöd. Ohrwurm, Ohrwurm, Ohrwurm. kann man den Ohrwurm essen? Kannst ja gern probieren. Ja, aber bedingt, Juri. Du musst den vorher braten. Sonst könntest du eine Lebensmittelvergiftung kriegen. Oder gut kochen. Nee, braten. Braten oder du schmeißt ihn in die Fritteuse, dann bekommst du wieder ein paar Pommes raus. Pommes. Lecker. Lass mich raten, schön mit Mayo und Ketchup. Nein, nur mit Mayo. Ich nehme keine Schranke. Ja, wenn noch rot-weiß. Danke. Okay. Rot-weiß. Rot-weiß einfach. Jetzt wusste ich warum. Ich so langsam gefahren bin, ich hatte mal einen Retarder drinne, Manno. Dazu sage ich nichts. Ich habe mich nur gewundert, warum ist er so langsam, macht so komisch ein Geräusch. Ja, warum schmeißt der Tempomat jedes Mal wieder raus? Keine Ahnung. Was, ey? Ich glaub, wir haben einen verloren. Pascal? Pascal? Ja. Ach, der ist noch in der. Also, der ist aber weit in der Juri. Ja, ich muss gerade erstmal hochbeschleunigen. Da will ich ihn ausgebremst haben, außersehen. Ist doch nicht schlimm. So wie ich dich jetzt. Fahr doch ruhig, ich komme schon.
Wollt ihr dreimal ein bisschen Abwechslung haben? Da hätte ich nämlich die Idee. Hau raus. Abwechslung? Ja, hier gibt es nämlich nicht nur... Es gibt hier eine Stelle, die an der Karte auch nicht eingezeichnet ist. Genauso wie die Stelle vom... Ja, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Ja, es gibt aber noch eine Stelle. Dann hopp. Die ist aber richtig tricky. Also ich wünsche euch, dass ihr da... Also, es wird ziemlich heftig. Ein Trucker ist kein Trucker, wenn er das nicht ausprobiert. Genau. Und dann haben deine Fans wenigstens was zu lachen, falls es schief geht. Oh, schief gehen wird's. Ah, oh, mein Türhaus ist ja schon hell. Wie gesagt, mehr wie schief gehen kann's nicht. Und wenn es quer geht? Ja, dann haben wir solche Perke verpasst. Kannst du schräg wieder zurück oder nicht? Nein. Ist es so eine Art so eine Strecke wie bei ATS? In ATS ist es auch eingezeichnet. Es gibt auch Strecken, die sind da nicht eingezeichnet. Wow. Rumkommen. So, jetzt sind wir wieder auf der regulären eingezeichneten Strecke. Ne, die waren wir vorhin. Wenn wir links weggefahren wären, wären wir da drauf gekommen. Aber ich glaube, hier gibt es auch noch einen kleinen Weg. Wo ich du war. Da hinten? So, jetzt hängst du? Pascal, bitte melden. Ja. Alles gut bei dir dein? Ja, ja. Das ist gut. Oh, da warst du zu schnell, Tommy, ja? Wow. Ist nicht passiert. Parallel zu der Straße entlang. Genau. Und wo ist der? Der fängt. Das will ich nicht mehr aus dem Kopf. Der fängt da weiter vorne an. Ich zeige euch gleich auch wo. Und führt dann hier, wenn ihr jetzt hier rechts links rausguckt, da die Straße, dieser kleine Weg. Ja. Der führt dann in die gegengesetzte Richtung. Also. Wenn wir jetzt zurückfahren täten, wäre das dann mehr oder weniger ein ja, Weg. Also ein kleiner Schleichweg. Ja. Ein kleiner uneingezeichneter Schleichweg. Und heute ist es mir noch kein Weg, der nicht eingezeichnet ist, aufgefallen. Ja, hier wird er rein. Doch, da ging er rein. Genau, da ging er rein. Ach, ich fahre mit euch jetzt einfach mal Umwege. Wow. Hab ich richtig Lust zu. Wow!
was das denn jetzt? Sorry, Pascal. Kein Problem, Juri. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich dachte, mit meiner Lenkung stimmt was nicht. Das war heute bei mir der Fall, deshalb konnte ich ja nicht mitfahren. Deswegen bist du ja auch im Büro. Genau. Oh, danke, schon wieder geblitzt worden. Wir sind nur 50, Juri. Ich hab hochbeschleunigt. Ich hab das nicht gesehen. Was soll er denken? Was machen die da? Blödsinn. Alles selber LKWs. Vom Design her. Auch wenn man die mittlere Kabine von der großen kaum unterscheiden kann. Alle in selben Trailer. Ach, bin ich jetzt dran vorbeigefahren? Scheiße. Eine Ehrenrunde für Starwing. Ja, da kann ich wenigstens den Wegpunkt daraus nehmen. Den erzeugen bestimmt an derselben Stelle wie ich. Nein. Ach, da ist du, da kann ich nicht drehen. Sauerei! Ah. Nee, ich bleib hier hinten stehen, lange. So ein Dreck. Warum fährst du schon so weit, Tommy? Achso, da hinten kann man auch stehen bleiben. Ah, da kann ich drehen. Na denn. Punkt 1 wegmachen. Juri, einmal kurz Fenster aufmachen, kriegst jetzt erstmal ein DAF. Ja, muss aber näher rankommen. Na warte. Was machen wir sag doch? Mal, sag mal, Stopp. Warte. Stopp. Ja, ich hab einen kleinen Eimer dran gesetzt. Außerdem könnt ihr euch hier herstellen, wo die Trailer stehen. Hast du diesmal du mal eingestellt? Ja, diesmal hab ich schon eingestellt. Danke. Wir sind gerade bei 28 Minuten. Aber den Becher halt rein. 28 Minuten schon. Minus 5 Minuten, also 25 ungefähr. Dann ab zu Tommy. Was war denn? Hat das ungefähr? Ich glaube, wir haben noch Zeit. Ihr habt nicht nur 5 Minuten Pause gemacht, Tommy. Ich glaube, ihr habt 10 Minuten Pause gemacht. Ja, da waren wir jetzt bei 8. Stunde Aufnahme. Ja. Aber ich hab mal wieder mein typisches Problem, merke ich gerade. Nicht, oder? Doch. Nein. Was scheint denn? Mit den typischen Problemen. Guck dir das Bild an. Böse Art und Weise. Nö, ja, ist ja wieder. Nö, ja, legst auf der Karte. Jetzt geht's wieder. Komisch. Jupp. Bling, 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 bling. Hä? Lichthupe! Schade, dass die hier No Collision Zone gemacht haben, weißt du das? Zumindest hier
noch in der Rausfahrt. Die nukleischen Zonen hätten sie allein nur auf der Fähre machen müssen. Das wäre voll in Ordnung gewesen. Ja, hätte auch Probleme gegeben, denke ich mal. Wieso? Nicht für andere. Kennst du doch. Wenn die, sorry, wenn die so dämlich sind. Im Ernst. Also weiter. Genau. Ich würde jetzt eigentlich noch weiterfahren. Richtig einparken, das wär's doch. Ja, das wäre vielleicht mal keine geile Idee gewesen. Sondern so eine große Fläche. Wie geht's denn eigentlich unserer kleinen Bürotante im Büro? Tante. Bürotante. Ja, wollen es nicht anders nennen, oder? So. Was, Karl? Ja, Moment. Ah, bist noch nicht so weit. Ja, kannst losfahren. Bin fertig. Ja, fahren. Ja. Ich musste nur mal gucken, wie weit mein Senseo ist. Der braucht ja nur ganz minimal Wasser. Ja, machst ein Kaffeepad rein, hör mal, und dann hast du Kaffee fertig. Innerhalb von 5 Minuten. Ja, los, Juri. Wie hot? Ja. Ich bin so. Ich hab gewartet. Das ist ja auch sehr freundlich und nett von dir. Und Tommy ist ganz langsam weitergerollt. Lass ihn doch. Mit Senk auch mal. Solange wir alle beieinander sind, ist doch in Ordnung. Ach, die Ausbilder, der Blinker. Blinken ganz woanders. Herzholz. Tommy, ja, du hast ja noch Rundumleuchten an. Ich weiß. Brauchst du ja nicht. Oder hast du gefragt? Gut. Na und? Das mach ich immer, wenn ich vorne bin, oder? Kannst du den Bett noch rundumleuchten an? Juri, du bist bei mir auf der Karte, bist du blau? Ja. Weil nicht will in deiner Liste vielleicht ist. Wir noch nicht, keine Freunde sind auf Steam. Ach so, ja, stimmt, die muss ich ja gleich annehmen. Stimmt, da war ja was. Ja, die hättest du in der Pause annehmen können. Habe ich nicht dran gedacht, du. Ja, ich habe vergessen zu sagen. Ist auch nicht schlimm, da wo du Pipi am Rand gemacht hast, habe ich gerade erstmal Senseo-Maschine angemacht. Ja, Kopfkino, danke. Pipi am Rand und er Pipi in der Senseo-Maschine. Warum nicht mit deinem Senseo? Dein Kaffee, dein Pipi-Kaffee. Ich würde den Kaffee halt mehrfach verwerten. Was war, Tommy? Er tut den Kaffee mehrfach verwerten. Ja. Und das von der Bürotante, schäm dich. Ja, schäm dich. Das machen keine Frauen. Genau. Nee, die Frauen haben Anstand, die machen dann ganz leise so. Oder? Ja! Leute, wir sind nicht bei Pizmiff, gell? Bei was sind wir nicht? Gut. Kann man das essen? Genau, wollte ich auch gerade fragen, kann man das essen? Oder muss man die kennen? Kann man sich das auf der Stuhle schmieren? Wenn ja, ich habe hier noch eine Stuhle liegen, deswegen. Ist der schon eingeknobbert? Nein. Ach, der ist schon ausrangiert.
Echt, was? Wie? Wieso? Immer Fahrer. Wir aber nicht. Das Schöne ist, die Leute sehen nicht, dass wir eine Firma haben, weil wir haben kein Firmenlogo in unserem Steam-Namen. Wir haben ein Firmenlogo in dem Player-Tag drin. Und den sieht man so nicht in der Liste. Hm. Muss ja auch nicht jeder sehen. Doch. Wow. Alter. Mann, das ist der LKW. Und die, die unsere Videos gucken, beziehungsweise Starving seine und Bloody seine, die wissen, wie sie, wo sie sich melden müssen. Genau. Beziehungsweise wo sie sich melden können. Ja. Ja, Gurol ist ja auch bei uns angestellt. Ja, als Bürotante. Ja, im Moment als Bürotante. LKW ist kaputt. Ja, der Lenkung hat nicht. Habt im Moment nur eine Aushilfe gesucht. Och, Gurol. Ja. Nenn mir mal bitte einen Grund, warum du nicht bei uns anfangen willst. Weil ich noch eine eigene Firma habe. Ja, toll, wo kein einziger Fahrer ist. Ja. Doch, ich bin da doch. Ja, du. Das ist ein One-Play-Firma oder was? Nee, da ist auch noch Phil. Zählt nicht. Doch, der zählt. Ja, und wie oft ist der da? Der ist schon weg. Hör mal. Der ist schon bei uns. Nein. Doch. Kommt trotzdem nicht. Wir haben schon alles übernommen. Ihr sollt ja nicht kommen, ihr sollt ja weg. Ich wechsle auch nicht zu euch. Warum nicht? Er mag uns nicht. Keine Lust. Wer will die alte Firma, die wir damals gegründet haben, weiterführen? Moment, die habe ich damals gegründet. Grohl hat sie übernommen. Jo. Hab ich doch gesagt, die alte Firma, die wir damals gegründet haben. Darwin. Wer ist mir? Ich war ja auch dabei bei der Gründung. Ist doch alles halb so wild. Grohl mag uns einfach nicht. Genau. Das ist es. Das ist es. Der mag wohl Platti auch nicht. Deshalb kommt er nicht in seine Firma rein. Gurol hat uns nicht mehr lieb. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Der ist verstummt. Ja. Hat's eine glatt die Sprache verschlagen. Müssen wir gleich mal im Büro mal anrufen. Unter der Leitung ist es im Baum. Ja. Telefonleitung. Oder das Gespräch hat einfach aufgelegt. Kann auch passieren. Wenn die Zeit zu lang war. Was für eine Telefonleitung? Leute, wir sind über Globalfunk drin. Die Telefonleitung im Büro. Darwin. Der CB im Büro ist kaputt. Muss er gleich mal neu bestellen. Hat Goro das kaputt gemacht? Also typisch Goro. Ja, aber echt, ey. Der geht auch alles kaputt. Oder er mag uns wirklich nicht mehr. Ja, Tommy ist gut mit deinem Bahn. Den ich ja. Die anderen. Sind doch da? Da will ich mal auf meiner Navi-Karte nicht mehr sehen. Wir halten Abstand. Eben. Die hocken nicht 34 Meter hinter einem. Ja, ich kann ja nicht dafür, wenn du auf einmal immer langsamer geworden bist. Dann musst du auch langsamer werden. Nachtig. Du musst gucken, dass der Abstand bei bleibt. Eben. Wenn nämlich das passiert, hockst du hinten auf. Ach nö! Nicht das noch! Was? Ach, Telefon! Telefon ist überhaupt bewertet. Ja, ich kann jetzt schlecht rangehen. Ich bin ja während der Fahrt. Oh, ich muss sagen, die Zeit. Die Zeit sagt. Zeit. Noch 5 Minuten, wir können mal einen Rasthof ansteuern. Der nächste müsste
Ja, dann ist es unterwegs. Entfernung. Ist nicht mehr weit weg. Ja, dann kann ich auch erstmal kurz telefonieren. Ich habe ja leider keine Freisprechanlage in meinem. Hoffe ich, haben die da auf dem Rasthof eine Toilette? Ich muss nämlich dringend. Denkmal, ich habe eine eingebaute Toilette, Starving. Ja, danke. Brauche ich aber nicht. Pascal, es gab ja Maschinen, wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Jetzt ist er wieder da, sonst noch. Ja, weil so ist das da. Ah! Pfui! Nee, Starving, die Toilette ist mit Vorhang. Ich kann ja, also dir doch nicht zumuten, großer Hausplatz mit der Stelle. In der Fahrerkabine. Da gibt's eine Toilette. Sorry. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wow! Alter! Das passiert, wenn man so nah drauf hängt. Nee, ich bin nicht zu nah drauf gefahren. Du hast auf einmal geleckt. Pascal, was machst du da? Du musst dich ausweichen. Ganz kurz. Ah ne, hab noch genug drauf. 7% Zugmaschine. Das ist ja wunderbar, das ist ja wunderbar mit uns hier. Das klappt ja richtig am Schnürchen. Ja, Pascal, jetzt wird doch definitiv. Wie weit habt ihr das denn überhaupt noch? Oh, noch weit, weit, weit. Also bis nach Paris. Messer 1320 Kilometer. Nach Paris? Ach, du hast eine Fahrt ja. Nach Paris? Ach du Scheiße. Ja. So, da fangen wir mal ab mit mit Abmoderationsreihe. Juri! Ich? Ja, ich du. Ich grüße alle, die begrüßen wollen. Die Bettine grüße, die Minka grüße und alle anderen. Ich gebe jetzt weiter an, Tommy. Ja, da Juri ja schon alle gegrüßt hat, brauche ich auch nur noch mal die Biene, die Minka. Und die ganzen anderen Zuschauer. Pascal. Erst telefonieren. Ah, okay. Ich denke mal, der grüßt auch mehr oder weniger alle. Jo, dann grüße ich natürlich die ganzen Spontan-Zuschauer, die ganzen Abonnenten. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr mich treu haltet. Natürlich meine liebe Frau. Sonst kriege ich immer wieder die Bratpfanne um die Ohren. Wie letztes Mal wieder. Jo, und natürlich danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und falls euch Spaß nicht gefällt, bitte schreibt es in die Kommentare, denn ein Dislike ist mir nicht geholfen, da kann ich nicht, weiß ich nicht, was ihr von mir wollt. In dem Sinne sage ich mal, man hört sich. Man sieht sich. Man sieht sich. Bis dann, bye bye, euer Starwing. Euer Tommy und Walker. Und euer Juri. Und euer Koch.